Gemeinsam stark sein. Einander helfen. Der Heimat etwas zurückgeben. Deshalb engagieren sich Ostbrandenburger Unternehmer ehrenamtlich. Dabei leisten sie einen wertvollen Dienst für unsere Gesellschaft und einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft in der Region. Ehrenamt verbindet. Mein Name ist Monika Osel-Hauser. Ich bin die Chefin vom Seeschloss am Bötzsee. Das Seeschloss ist eine traditionelle Ausflugsgaststätte am Bötzsee in der Nähe von Berlin. Und wir sind der Spezialist für die Ausrichtung von Hochzeitsfeiern. Wir haben eine große Kuchenbäckerei im Haus, wir produzieren Eis selber, wir haben eine große Auswahl an Softeis, also was das Herz begehrt, am Bötzsee in Eggersdorf. Ja, als Unternehmer am Ort ist man natürlich mit dem Ort besonders verbunden. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil man man wohnt hier, man arbeitet hier und deswegen möchte man diesen Ort auch so gestalten, wie er in Zukunft sein soll. Das ist ganz wichtig. Wir sehen ja, dass Petershagen-Eggersdorf wächst und gedeiht und wird immer größer. Ja, im Moment bin ich in drei Bereichen ehrenamtlich tätig. Einerseits in der Gemeindevertretung Petershagen-Eggersdorf. Da bin ich Abgeordnete und sitze auch im Hauptausschuss der Gemeindevertretung von Petershagen-Eggersdorf. Im Kreistag Märkisch-Oderland wurde ich für die Freien Wähler gewählt und sitze außerdem im Präsidium des Kreistages. Das sind so die Hauptschwerpunkte meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Ja, also mein persönliches Engagement, was ich auch jetzt fortsetzen werde, das hat den Grund, dass ich gerne für die Bürger dieses Ortes und der weiteren Region eine gewisse Verbesserung in ihren Lebensumständen herbeiführen möchte. Ich habe gemerkt, dass es ganz wichtig ist, sich auch persönlich zu engagieren. Ja, wir stehen vor dem Erweiterungsbau des Grundschulzentrums in Petershagen. Das ist die Grundschule am Dorfanger. Die ist natürlich viel zu klein gewesen, weil der Ort wächst und wächst und wächst. Und deswegen haben wir vor vielen Jahren begonnen mit der Planung des neuen Grundschulzentrums, also sprich der neuen Grundschule. Die Turnhalle ist schon gebaut und das Grundschulzentrum, der Erweiterungsbau, der steht jetzt auch fast schon und ist fast in den letzten Zügen in Bearbeitung. Das habe ich dann während meiner Zeit, wo ich den Bildungsausschuss geleitet habe, auch hier in der Gemeinde Petershagen-Eggersdorf begleitet. Und das ist so eins meiner besonderen Babys, wo ich sehr froh bin, dass das endlich mal geworden ist. Ja, also es ist toll, dass dieser Bau endlich wird und dass er auch fertig wird. Ich finde, Ehrenamt ist wichtig, weil nur mit einer ehrenamtlichen Beteiligung oder überhaupt mit einer Beteiligung kann man was verändern. Weil es geht nicht nur, dass alle nur meckern, sondern sie müssen auch was machen. Und machen geht nur, wenn man mitmacht. Das ist wichtig und da kann ich nur alle auffordern, mitzumachen, weil sonst ändert sich nichts.